Was geht ab, meine Freunde, und seid herzlich willkommen. Geil, dass du wieder einschaltest. Heute zu einer legendären Runde. Shisha-Bar-Simulator. Schön wär's, oder? Nein, natürlich Internet-Café-Simulator. Wenn es irgendwo auf dieser Welt aber einen Shisha-Bar-Simulator geben sollte, gebt mir bitte Bescheid. Es darf nur nicht trashig sein, ja? Es sollte bitte schon so sein wie dies. Dann werde ich das auf jeden Fall zocken. Das ist ja hier meine Investition, auch in Real Life, ja? Shisha-Bars. In jede Stadt, in jedes Dorf, gib ihn. Aber machen wir erstmal weiter mit dem Internet-Café, was damals ja auch in jeder Stadt, in jedem Dorf war, bis das Internet dann einfach auf dem Handy war, ne? Also, wozu brauchen wir heute noch Internetcafés? Sagen wir mal ehrlich. Außer natürlich bei Flinder Bosser, ja, man kennt ihn. Ich habe einige Tipps von euch bekommen. Zum einen soll ich hier mit dem Obdachlosen reden. Carsten, dankeschön erstmal. Hier, er hat geschrieben, oder er sagt mir jetzt gerade, ich weiß alles, was in der Stadt passiert, bla bla bla. Lizenzgeld zahlen, mein Sohn. Ich bezahle ihn jetzt, denn schauen Sie ab und zu bei mir vorbei. Wir scheinen uns mit Ihnen gut zu verstehen. Jetzt können Sie ein BTC meiner Tool kaufen, wenn Sie möchten. Der wird mir später noch geilere Angebote geben. Also Carsten, vielen, vielen Dank für diese Info. Ich werde mal jetzt nicht verraten, was da noch alles auf uns zukommt. Soll ja auch eine kleine Überraschung sein, ja? Für die Leute, die dieses Spiel nur zuschauen und nicht selber spielen. So, aber erstmal Strom an, Geld machen, Pada machen. 313 Punkte, wo habe ich die her? Wo habe ich sie her? Ich habe keine Ahnung. Okay, Leute lassen mir Geld in der Trinkgeldbox. Ich habe gar keine Trinkgeldbox, aber egal. Was gibt's denn hier noch so? Es ermöglicht ihnen, härtere Schläge zu werfen. Ja, man wirft Schläge. Boxen, Boxen, Boxen. Trainieren, trainieren, trainieren. Okay, aber eigentlich bräuchte ich sowas ja nicht, weil ich habe ja meine Mitarbeiter, die sich schlagen. Also bräuchte ich eher so Kaffeesachen, ne? Die sind wegen ihrer alten Geschichte bekannt und Diebe kommen nicht oft in ihren Laden. Ist vielleicht auch gar nicht so kacke. Mehr Kunden, ja, können wir jetzt aktivieren. Jetzt haben wir ja mehr Plätze. Scarface, dank deines robusten Auftretens wird die Zahl der Kunden reduziert, die ohne Bezahlung weglaufen. Bräuchte ich eigentlich nicht. Denn ich habe ja meine ganzen Mitarbeiter. Das ist auch noch Käse, das ist auch Käse. Aber ab Smile 2 wäre es hier nochmal echt interessant. Ich werde jetzt aber hier erstmal weiter rein investieren. Mehr Trinkgeld. Und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Kunden hier reinkommen. Natürlich nochmal rein. Und was ist das hier? Kunden werden mit einem angenehmen Gespräch begrüßt und können um zusätzlich Zeit bitten. Können sie doch vorher auch schon. Und noch mehr Geld. Yeah. Und ich würde sagen, Scarface haben wir nicht. 76 Punkte behalten wir erstmal, bevor wir alles einfach wegballern. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woher ich die Punkte habe. Ich habe sie einfach plötzlich. Und was wir auch letztes Mal herausgefunden haben, dass die Garage erweitert wird. Mega unlogisch, aber gut. Wir haben jetzt hier eine Küche. Das heißt, wir haben eine Küche. Wir können uns einen Koch einstellen. Keine Ahnung, was der macht. Wirklich, keine Ahnung. Wir müssen natürlich auch gleich nochmal schauen, wie viel Cash haben wir eigentlich? Wie viel können wir investieren? Können wir irgendwo neue Sachen bauen? Neue Spielautomaten? 342 habe ich. Ist jetzt wirklich nicht die Welt. Wahrscheinlich kommen jetzt auch so die ersten Rechnungen rein, ne? Da müssen wir auch mal schauen. Ja, die erste Rechnung. Electricity Bill. Dann würde ich sagen, bezahlen wir den Lachs mal, oder? Stromrechnung bezahlen, sonst wird uns der Strom noch abgestellt. Das wollen wir natürlich nicht. Wie sind meine Bewertungen? 2,1. Richtig lachsig. Stellt euch mal vor, irgendwie bei Amazon von 5 Sternen. Ein Produkt hat 2,1. Da macht man ja nichts, oder? Da macht man doch nichts. So, wir könnten noch ein paar Spiele kaufen. Wir haben allerdings noch nicht so wirklich Gamer-Rechner. Deswegen würde ich sagen, lohnt sich das noch nicht ganz so. Die Preise können wir mal ein bisschen wieder nach oben korrigieren. Keine Ahnung, warum die wieder normal sind. So soll es ja natürlich nicht sein. So. Tapeten. Könnte auch mal da ein bisschen investieren, ne? Ist das... Achso, das ist der Hintergrund von meinem PC, ne? Das bringt ja nicht ganz so viel. Anfragen, Computer. Da kam die erste Anfrage. Ja, können wir gerne ran. Aber gut, das haben wir erstmal, ne? Was können wir hier machen? Zamazor. Für 300 bekomme ich wahrscheinlich nicht so viel. Lass uns erstmal nachschauen, in was wir als nächstes investieren können. Okay, das gibt Cash. Der zockt da. Das freut mich. Nehmen wir natürlich auch wieder an. Ja, aber ich muss mich noch mehr erweitern. Das heißt, hier so der nächste Raum vielleicht. Das wäre gar nicht so schlecht. Den Dieb werde ich mal kurz verprügeln, den kleinen Lachs. Bra! So. Und ich frage mich, wenn ich... okay, ich dachte gerade, sie rennt einfach weg. Mein Security-Mensch hier, er lässt die einfach weglaufen. Aber nein, natürlich nicht. Er hat den gerade weggechoked. Chokeslam. Du auch? Das wird böse. Chokeslam! 96. Also der Typ ist auf jeden Fall sein Geld wert. Hast du gut gemacht, Bruce Lee. Ich nenne ihn einfach Bruce Lee. So, hier ist es sauber, aber hier stinkt es wahrscheinlich, oder?
Ein wenig. Da ich natürlich auch möchte, dass meine Leute zufrieden sind, dass meine Kunden zufrieden sind, will ich natürlich auch demnächst investieren in bessere PCs. Ich glaube, der muss kacken. Und es wäre gar nicht so schlecht, wenn ich demnächst ein stilles Örtchen hätte, glaube ich. Ich glaube, das wäre gar nicht so Käse. Ich liebe es, schlecht zu kommentieren, okay? Ich mag kalte Orte. Es stört nicht viel, eine kleine Erkältung. Die Übersetzungen sind auch mal wieder Leggy. Der wird jetzt weggechoked, der Typ, der gerade rausgerannt ist, glaube ich. Doch nicht? Okay. Dann war der nur wieder am Spielautomaten. So, also, wo können wir reingehen? Mal Kaffee. Da können wir so ein bisschen ja, an der Wandfarbe arbeiten. Die Böden können mal ein bisschen besser, also ein bisschen besser aussehen, aber es bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel. Was wichtig ist, sind die Räume. Auf jeden Fall eine Toilette. 1330 ist schon ziemlich krass, Alter. Ich brauche auf jeden Fall erstmal einen neuen Raum, damit ich in neue Tische investieren kann. Wir starten nebenbei mal den Scan. Wir haben ja die Premium-Version, damit wir nicht viele... Oh, hallo. Nicht so viele Viren haben. $80 an meine Tasche. Hallo? 95? Das sieht aber schon eigentlich ziemlich geil aus für uns. Machen dickfett Potter. So, nur das Reinigen, das gefällt mir auch nicht. Vielleicht müssen wir uns demnächst wirklich mal so einen Staubsauger-Roboter holen hier. Shit! Ja, die Frage ist, bezahlt sie? Sie bezahlt $176! Alter! Okay, es ist jetzt echt schade, dass der Strom da ausgefallen ist. Das wäre dann nämlich noch viel mehr gewesen. Machen wir erstmal den PC wieder an und klatschen den Dieb weg, der hier schon wieder reingeiert. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Bra! Und ich glaube... Oh, komm mal rein, komm mal rein. $30, perfekt. Komm, willst du auch rein? Nee, okay, die nicht. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht, wenn ich so ein bisschen Casino, Masino, ganz viele Automaten hier hinstelle. Krieg die ganze Zeit passiv Cash. Die Frage ist jetzt nur, bringen... Okay, ich dachte gerade schon, das ist wieder hier ein Dieb. Bringen diese Arcade Machines unterschiedlich viel Geld? Geht's hier nicht weiter oder? Warte mal den Scan, Bruder. Zu viele Tabs offen! Viel zu viele Tabs offen! So. Oh, wie spät haben wir's? Wir haben schon recht spät, ne? Wir haben's jetzt schon. No! Wow, 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 wow! Oh, ich hab viel zu viele umgeklatscht. Aua! Ich hab die falsche umgeklatscht! Ups. Also ich habe die ganze Straße auseinandergenommen. $11. Ja, ist natürlich Käse, dass der meine Maus geklaut hat, der Lachs. Vielleicht muss ich wirklich nochmal in Security investieren, die auch die Diebe wegklatschen. Warum steht das überhaupt so komisch da? Ich würde sagen, nehmen wir nochmal alles kurz runter. So, können wir vielleicht sogar ein bisschen so an die Seite stellen. Vielleicht hier so. Wenn das geht, das sollte gehen, oder? Ja. Dann können wir hier nochmal eine ganze Reihe machen, aufstellen und kriegen dann wieder mehr Cash, mehr Cash. Ist das jetzt verkehrt rum, das Ding? Egal, selbst wenn. Egal. Hä? Was will der? Warum kontrolliert der mich? Was ist ein Problem? Also kann ich irgendwie Drogen dabei haben oder so? Mehr Drugs, mehr Drugs. Wäre geil, wenn es so ein bisschen auch in Richtung Drogensimulator hier weitergehen könnte, ne? Nur könnte. Müssen wir noch ein bisschen drehen. Es war gerade falsch rum. So. Mhm. Oh, ich muss die Anfragen mal annehmen. Habe ich komplett vergessen. Sorry, kein Cash für mich. Und nebenbei mal ein bisschen reinigen. Hier ist ja richtig dreckig. Ja. Achso, das ist die Maus. Ja. Will der noch erweitern? Ja, machen wir. Nochmal um 3 Stunden? Alter, es gibt ja richtig Cash hier. Nice, Bruder. So, aber hier erstmal die nächste Station wieder aufbauen. Der PC fehlt nur noch. Ich würde sagen, hier für Linkshänder passt schon. Aber dann können wir hier noch eine komplette Station hinbauen. Nice. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Bräuchte vielleicht auch mal so einen Mülleimer. Kann ich in einen Mülleimer investieren, damit nicht alles hier auf dem Boden landet? Da vielleicht auch gar nicht so Käse. Ja, da haben wir noch was. Aber ich glaube, jetzt ist es hier wieder super clean. Also, was brauchen wir? Wir brauchen nochmal einen Tisch. Also, wir brauchen alles. Wirklich komplett alles. Aber hier passt noch einer hin. Daneben passt auch noch einer. Und dann müssen wir den Laden eigentlich gar nicht erweitern, sondern wir müssen erstmal in neue Gerätschaften investieren. Da können wir gleich mal bei Zamazor abchecken, was wir gerade so kaufen können. Ich habe jetzt gerade nur Angst, dass, wieder so ein Dieb vorbeischleicht. Deswegen klatschen wir den mal wieder weg. Aber gefühlt komplett egal. Oh, das gibt richtig Cash, glaube ich. 194.
Deswegen, jetzt ist es ja eh dunkel, oder? 4 Uhr? Also, wir können ja gleich wieder aufmachen. Können wir den Laden gleich anlassen. Auflassen, ne? 1100, da können wir ordentlich investieren in Zamarzor. Mit einem Tisch auf jeden Fall. Mit einem Computercase. 145 kostet der alte. Ich würde mal schon mal ein bisschen investieren, ja? Ein bisschen investieren in einen besseren PC. Ich glaube, der ist gar nicht so kacke. Wir haben ja über 1000, also 400 erstmal dafür. Dann brauchen wir natürlich einen Stuhl. Der darf nicht komplett kacko sein. Dann nehmen wir, wir investieren einfach mal hier in den Boss-Chair. Boss-Chair. Damit wir einfach mal jetzt so die erste Abteilung haben, die so ein bisschen geiler ist. Brauchen wir natürlich auch eine bessere Tastatur. Oh, alter Schwede, ey. Boah, können wir uns überhaupt leisten gleich noch, ne? Aber zumindest ein bisschen besser. Dann haben wir noch die Maus. Wird auch ordentlich teuer. Nehmen wir die Black Maus mit 2 Sternen. Kann ich mir das überhaupt leisten? Was ist so die Gesamtsumme gerade? 1129. Boah, gerade so. Aber jetzt bin ich auch wieder komplett blanko. Fast ein komplettes Setup. Ein Stuhl haben wir. Es fehlt aber noch ein Tisch und ein Monitor. Also, Money, 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 Money brauchen wir. Was willst du, Lachs, denn schon wieder hier? Muss nach wie vor aufpassen, dass nicht so ein komischer Explosionsguy hier einfach reinläuft und die komplette Bude auseinanderreißt. Was bringen eigentlich Katzen? Aha, egal. Also, ist der Laden geöffnet? Ja, wo ist da meine Kundschaft? Komm rein hier. Oh, nicht du schon wieder. Oh, der hat letztes Mal nicht bezahlt. Der hat mich K.O. geschlagen. Hallo, Mr. Bettler? Okay, der will nach wie vor nichts mit mir zu tun haben. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Oh, wir können so langsam unsere gekauften Sachen hier aufstellen. Sehr gut. Vielleicht können wir sogar ein bisschen verbessern schon an dem einen oder anderen Platz. Oder wir stellen es erstmal. Wollen wir es erstmal hier hinstellen? Wir stellen es erstmal dahin. Den Rucksack könnte ich natürlich auch demnächst mal gebrauchen. Ja, gib mal hier ein bisschen dein Geld. Perfekt. Aber das ist schon ziemlich geil. Auch dieser Bossstuhl. Bossstuhl. Dann würde ich sagen. Solange nehmen wir den Stuhl mal weg, sind die Leute auch zufriedener. So, bitteschön. Den Auftrag natürlich annehmen, nicht vergessen. Hoppala, da war es ja schon. Eine Stunde, Bruder? Eine Stunde? Muss doch gar nicht. So, aber erstmal wieder reinigen. Ich glaube, ich hätte lieber noch 2 Automaten kaufen sollen. Dann hätte ich noch mehr passives Cash bekommen. Aber ist die Frage, gehe ich da rein, ne? Weil das sind gerade mal 30 und wenn die sich in paar Hentai-Sachen reinziehen, dann bringt das schon ein bisschen mehr. Frage ist auch, was passiert, wenn ich den Obdachlosen eigentlich wegknalle? Okay, das ist Müll. Kommt natürlich hier in die Ecke irgendwo. Batz. Dann muss ich... Oh, da wollte jemand abhauen. Gut, dass der Kollege das hier gesehen hat, ne? Ich muss aber wieder in eine Spraydose investieren. Beweg dich nicht! Du wirst durchsucht! Was will dieser Franz hier von mir? Ruhig dich! Ein bisschen sauber machen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal diesen Auftrag hier an. So, die muss eigentlich jetzt super glücklich sein. Die hat nämlich den Boss-Chair. Hätte ich die bessere Tastatur noch hinknallen können, aber nun gut, so, ne, was soll's. Natürlich auch du, auch für 2 Stunden, gönn dir. Dann bringen wir die Sachen von draußen mal rein, bevor ein Dieb kommt und die Sachen wegklaut. Ist jetzt überhaupt alles da, Tastatur? Ja, 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 okay, also, ne, nach wie vor ein Monitor und, was waren das, ein Tisch, ne? Gucken wir nochmal rein. Gefühlt bringt dieser Scan nichts. Muss ich zugucken? Okay, er geht auf jeden Fall durch. Muss ich mal gleich schauen, ob ich da auch irgendwas machen muss. So, genehmigen, perfekt. Gönn dir. Money, money, money! Ich weiß gar nicht, wie teuer ein besserer Tisch ist. Weil ich glaube, Tische waren schon echt sehr, sehr teuer. Ganz ehrlich, ich lasse die Diebe jetzt einfach mal immer reinlunzen. Bringt ja eh nichts. Sie kommen ja eh so, ne? Also, was ich jetzt nur brauche... ist so eine Sprühdose. Deswegen schnell hier noch genehmigen. Und jetzt schnell rüberrennen zum Kollegen. Ah, der will bezahlen. Okay, dann nehmen wir das Geld natürlich mal schnell an. Ja, ja, ja. Dankeschön. 193. Es kommt mir so vor, als wäre da so ein Cap. Maximum 197, 193, 200 hatte ich, glaube ich, noch nie. Vielleicht kann man das aber noch erweitern. Weiß nicht. Trump! Komm zu mir! Ich glaube, du hast Cash! Aber jetzt erstmal hier für frische Luft sorgen. Yeah! Bei Ihnen unter die Arme, hier auch unter die Arme und bei der Dame natürlich auch noch. Hier, bitteschön. Yeah! Die scheint das richtig zu genießen. 116, alter Schwede, das war ziemlich nice. Okay, der ist gerade komisch drauf. Ich glaube, ich muss den umklatschen. Nicht, dass er gleich wirklich hier reinkommt. Hast du auch bezahlt? Okay, der hat auch bezahlt, perfekt. Also sie scheint wirklich sehr gern da gerade zu chillen. Ich werde das jetzt nochmal upgraden. Den stelle ich auch mal zur Seite, weil der ist einfach viel, viel besser. Also lass uns den guten Scheiß jetzt einfach schon mal hinstellen. 179. Vielleicht
bleiben sie länger, wenn der Sitzplatz gut ist. Ja, wär logisch, oder? Wenn ich auf so einem komischen, klapprigen Plastikstuhl sitze, bleibe ich auch nicht so lange. Wenn ich aber auf so einem Boss-Chair sitze, bleibe ich natürlich ein paar Stunden, ne? So, annehmen und annehmen. Wir haben auch schon wieder 644. Mann, ey. Das Cash kommt hier rein. Wir dürfen nur nicht vergessen, unser Security-Guy, der kostet auch ordentlich Cash. Das heißt, da müssen wir auch immer ein bisschen Cash am Start haben. Und ich frage mich, was bei denen abgeht. Also, ich glaube, manche von denen brauchen wirklich nur Toilette, weil sie kotzen, sie müssen kacken oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall verdrecken sie hardcore den Laden, wenn sie erstmal drin sind. So, jetzt müssen wir aber ordentlich Aufträge annehmen. Bam, bam, bam. 3 Stunden verlängern. Lecker, Mama Mia. Alter, ich kann jetzt wirklich investieren, oder? Ich kann jetzt investieren. Nee. Boom. Da habe ich natürlich aufgepasst. Nochmal verlängern. Grenzenlos. Nein. Digga, grenzenlos. Warum geht der Strom dann aus? Okay, der wird jetzt zusammengeschlagen. Bleiben Sie lieber hier. Das wird böse. Ich hab's ihnen gesagt. Richtig unnötig. Digga, grenzenlos. Der hätte sein komplettes Vermögen hier gelassen. Aber da soll es dann auch Upgrades geben, sodass der Bettler irgendwann dafür sorgt, dass es keine Stromausfälle mehr gibt. Das war natürlich super geil. Alter Schwede, unser Laden ist ja richtig kacke. Computer sind 20 Jahre hinter der Technologie zurück. Zumindest 2 gute Sachen. Aber ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal schauen, was die Leute wollen. Sie wollen auf jeden Fall Upgrades. Das heißt, wir müssen die ganzen PCs hier wirklich mal vielleicht neu machen. Aber wir brauchen erstmal Masse. Masse statt Klasse. Wir kennen es. Also erstmal weiter so diese normalen Sachen holen. Und dann können wir irgendwann, wenn es gut läuft, in bessere PCs investieren, würde ich jetzt sagen. So, den brauchen wir nicht. Wir brauchen einen PC-Tisch. Und die sind wirklich nicht ohne. Aber hier im Pro-Gamer-Table. Alter Schwede. Wollen wir es machen? Also eigentlich, Metall-Computer-Table, der würde ja erstmal reichen. Wir brauchen ja auch einen geilen PC. Das heißt, wenn wir keinen geilen PC haben, was ist das denn eigentlich hier? Bouncer-Korb, achso, okay. Wenn wir keinen geilen PC haben, brauchen wir auch keinen Gaming-Tisch. Also wie soll das denn bitte sonst aussehen? So, aber genau. Spiele könnte man... Ich habe ein bisschen Angst, dass hier wieder Diebe und keine Ahnung, was für Leute reinlaufen, aber scheint gerade gut zu sein. My Café, muss ich wieder irgendwas aktivieren? Nee, auch nicht. Dann schauen wir jetzt nochmal bei Zamazor nach einem Monitor. Dann können wir nämlich die nächste Verkaufsstation aufmachen. Wir haben 512, können wir also ein bisschen investieren. LCD, LED, 550. Dann würde ich sagen, warte ich noch und dann können wir da rein investieren. Weil die will ich schon haben gerne, die will ich wirklich schon haben. So, aber erst einmal wieder Aufträge annehmen. So, kommen Sie gerne ran. Kauf und bezahlen. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber ich glaube, er wird verprügelt. Yes. Boom. Also, dieser Kamelmann Zamazor ist echt ziemlich schnell. So, und jetzt können wir uns eine geile Sache leisten hier. Eine geile Sache. So, also, ich wäre auch gar nicht so schlecht, glaube ich, als Kirmesmann, ne? Also, ein paar Sachen holen und verkaufen. So, ein TV war es nicht, das war ein Monitor. Und da holen wir uns den für 550. Und let's go. Okay, let's go. Frühdose. Eieiei, ihr mockert aber wieder. Oh! Dankeschön. Meine Mutter hat damals immer gesagt, wenn sie in mein Zimmer gekommen ist, ihr mockt's wie im Puma-Käfig. Denke mal, da war meine Mutter bestimmt nicht die Einzige, die das gesagt hat. Oder die einzige Mutter. Aber er guckt dir wieder ganz komisch rein. Holen wir aber erstmal die Sachen ab. Und wenn es wirklich weiterhin so gut läuft, dann können wir demnächst investieren. Investieren in einen neuen Security-Menschen. Weil ich hätte echt Angst, dass sonst was Gutes verloren geht. Boah, da passt der. Der kann ja eigentlich noch näher dran, oder? So? Eigentlich ist das schon ziemlich geil. So. Boah, Leute. Manne. Ich habe gerade gehört, da will jemand verlängern. Das mache ich auch sofort. Aber erst einmal hier fertig machen. Yeah! $30 in mein Tasch. So, genehmigen. Als wäre ich hier irgendwie, irgendwo und würde nur mein Stempel draufballern. Bam, 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 bam. Alles genehmigen einfach. Ich hoffe, er bezahlt. Yeah. Dankeschön. Da wurde jemand noch gerade zusammengehauen. Aber jetzt kann es losgehen. Jetzt machen wir so langsam. Para. Richtig fett. Para.
Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie einen Mitarbeiter, der die ganze Zeit hier sitzt und auf genehmigen klickt und alles akzeptiert, wenn... Warum sollte ich das nicht genehmigen? Auch wie Homer Simpson brauche ich so einen Vogel, der die ganze Zeit auf die Enter-Taste drückt. Immer ja, ja. Schauen wir uns an, wie wir ein bisschen Cash bekommen. Wir können gleich noch weiter investieren. Und natürlich können wir später auch so ein bisschen ins Mining gehen. Ein bisschen Kryptowährung-Mining. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, hier wieder den nächsten Auftrag annehmen. Nach 1 Uhr kommen keine Kunden. Ah, gut zu wissen. Allerdings können dann ja alle Kunden, die noch da sind, weiter Cash abgeben, ja? Unsere Cash-Cows. Mhm. Das sieht auch interessant aus. Also, hier wird auf jeden Fall gezockt. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, die Leute zocken. Ich kann also noch mehr in Games investieren. Vielleicht sind die dann noch zufriedener. Deswegen lass uns hier mal reingehen. Wir kaufen einfach nochmal den Lachs, oder? Wir kaufen nochmal den Lachs. Wir kaufen einfach noch ein paar mehr Games. Vielleicht sind die einfach geil drauf, dass wir eine gute Auswahl haben. Eine gute Auswahl an geilen Games. Übrigens, auch eine gute Auswahl an geile, günstige Games gibt es bei Instant Gaming. Gerne mal abchecken. Ja, in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es übrigens auch dieses Spiel. Ist derzeit aber ausverkauft. Zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich, ne? Der wird wieder verprügelt. Money. 142. Lecker. Und ich glaube, hier könnte man demnächst auch mal in einen neuen Stuhl investieren, damit wir allgemein weggehen von diesen Plastic Chairs. Die Frage ist, wie kann ich so einen Plastic Chair eigentlich auch noch verkaufen? Wow. Verrück dich. Und kann ich meinen Arbeitsplatz irgendwie mal ein bisschen upgraden? Weil er sieht schon hart scheiße aus. Guck dir mal die Maus an. So, kaufen, bezahlen. 143. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Laden zu. Blub. Der Laden ist geschlossen. Es kommen eh keine neuen Kunden. 736. Wir gucken mal ganz kurz. Ekelhafter Ort. Okay, ja, warum nicht? Innen ist es etwas kalt. Das heißt, wir können vielleicht, ja, um die Leute schon mal zufriedenzustellen, die sagen, okay, die Belüftung ist scheiße oder sonst irgendwas ist kacke, dass wir da schon mal gegen angehen. Und da holen wir uns jetzt mal ein Fan. Aber wenn es zu kalt ist, bräuchte ich ja eher einen Air Conditioner, oder? Alter Schwede. Aber drei. Drei Sterne könnte ich mir leisten. Holen wir. Es gibt keinen Ein-Stern oder Zwei-Stern. Drei Sterne sind, denke ich mal, vollkommen in Ordnung erstmal, dass wir die Leute weg von diesen Ein- bis Zwei-Stern-Bewertungen bekommen. Und hin zu hoffentlich noch viel, viel mehr, ne? So, brauche ich hier... Oder muss ich hier nochmal den Wischmob durch die Gegend werfen? Ich glaube nicht. Da hinten habe ich auch noch was gesehen. Ja. Und jetzt können wir, glaube ich, so langsam das Tor aufmachen. Muss ich nur aufpassen, dass hier nicht so Bomberman wieder reinrennt. Und dann sage ich, 6.30 Uhr, kommen Sie herein! Hereinspaziert! Die Frage ist, wann hat der Laden wieder auf? Hier steht immer noch, also der Laden hat natürlich jetzt auf, aber hier steht, nach 1 Uhr kommen keine neuen Kunden mehr. Wie lange dauert das? Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, kommen Sie gerne rein. Also ein Bomberman war auch schon lange nicht mehr hier. Finde ich natürlich geil. Ich glaube, der kommt auch immer erst abends. Sauber ist hier auch. Und da kommt schon wieder meine Lieferung. Nice. Können wir sofort irgendwo anbringen. Perfekt. Sagen hier. Boah, die Frage ist, was ist denn gut? So, 20 Grad? Ich mache jetzt einfach mal Auto. Die Lufttemperatur wird automatisch angepasst. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also an ist es jetzt, oder? An ist der Lachs? Jetzt dürfte er an sein, ne? Okay. Ja, okay. Aber... Nein, das wollte ich doch nicht! Nein, das wollte ich auch nicht! Also, wir machen nochmal Auto und gehen jetzt hier raus. Das Ding ist an. Das heißt, da haben wir jetzt hoffentlich so ein paar Leute zufriedengestellt. War ja auch nicht so teuer. 500 Tacken haben wir ja schnell wieder aufgebaut. Wenn der Laden läuft. Jawohl, der Laden läuft. Kommt rein! Und er setzt sich natürlich auf den Bossstuhl. Natürlich. Ja, jetzt geht's ab hier. Da kommen sie reingerannt, die Kunden. Annehmen. Also, wir haben natürlich auch nur eine gewisse Zeit, die ganzen Aufträge anzunehmen, sonst rasten sie irgendwann aus. Das ist bei uns aber eher selten der Fall, weil wir das Geld brauchen und sofort alle Aufträge annehmen. Natürlich. Es ist wieder irgendwo ein bisschen Müll. Ist das hier? Das war's schon. Perfekt. Vielleicht brauchen... Wie? Hä? Wie? Wie ist das gerade passiert? Also ich find's geil, ne? Ist er gestolpert? Er hat sich selber ausgenockt. Also... Ich hab da nichts gegen, ne? Da wollte gerade eiskalt was klauen, aber ich hätte das auch gerne wiederholt. So, aber erstmal wieder Aufträge annehmen, man kennt ihn. Ja, ich bleibe direkt dran. Oh, muss ich gar nicht, nimmt den Automaten. Aber das könnt ihr mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Alle Leute, die dieses Spiel auch geil finden, die es vielleicht auch selber zocken, lohnt es sich, in Arcade-Maschinen zu investieren, ja? Da voll reinzugehen. Das würde ich mal gerne wissen. Ich kann ja nochmal einmal so einen Lachs irgendwie in der nächsten Folge kaufen. Vielleicht ein bisschen teurer.
Denn wenn man hier mal reingeht, gucken wir mal, da müssen wir nicht hin. Zamazor, Arcade. Wir haben jetzt gerade Old Arcades, gibt aber auch Defender, Gamerbox kostet alles unterschiedliche Geld. Ich glaube, zusätzliche Infos bekomme ich dann nicht. Space Racer. 1300 ist auch schon wieder ordentlich, aber ich hoffe, da bekomme ich dann einfach ein bisschen mehr Geld. Falls ich da nicht mehr Geld bekommen sollte, wäre das schon ein bisschen unlogisch. So, Vin Diesel kriege ich jetzt auf die Fresse. Ciao. Sogar mit einem High Kick. High Kick. Ja, hier muss ich natürlich wieder die Aufträge annehmen. Also gerade floriert wirklich mein Unternehmen. Ich kann mich nicht beschweren, es läuft einfach glänzend. Vielleicht sollte ich auch im Real Life ein bisschen auf Internetcafé-Suche gehen, ja? Vielleicht irgendwo in einem Dorf mal investieren, wo eh kein Internet ist. Man kennt ihn. Ja, einmal bitte bezahlen. 214! Das erste Mal, glaube ich, über 200 Mücken. 280? Was? Warum? Was habe ich anders gemacht? Nur deswegen? Nur deswegen? War das Trinkgeld plötzlich? Wie viele Punkte habe ich eigentlich? 220? Ich habe wieder ordentlich Punkte dazu bekommen. Chatty. Kunden werden mit einem angenehmen Gespräch. Bla, bla, bla. Ja, mache ich einfach. Und als nächstes Gambler. Manchmal haben sie im Casino die Möglichkeit, den verlorenen Einsatz zurückzubekommen. Sie nennen es Taschenspielertrick. Oh, stimmt. Da können wir auch noch voll reingehen. Wer sagt denn, dass wir hier Cash machen? Wir können ja auch ein bisschen im Internet rumsurfen. Online-Casino-mäßig unser Geld da lassen. Lass uns mal kurz nachschauen. Hier nämlich Fruit Slot. Yeah. Ich würde sagen, komm, 50. Nein, machen wir erstmal 10. Spin, spin, spin. Ha? Mehr. Los. Keine Ahnung, was da gerade passiert, aber... $95 habe ich gerade bekommen. Ich habe jetzt schon Plus gemacht. Okay, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Da gehen wir nächstes Mal auf jeden Fall auch nochmal ordentlich rein. Da haben wir jetzt schon mal Plus gemacht. Perfekt. Sind perfekt ausgestiegen. Haben ein paar Mücken gemacht. Haben über $1000 in der Tasse. Nicht in der Tasse. Wäre schön. In der Tasche aber. Und mein Security Guy passt natürlich auch immer schön auf. So, annehmen. 3 Stunden ist auch wieder ultra lecker. Aber Muchachos, ihr seht ja, ne? Mein Portemonnaie, er glänzt. Mein Portemonnaie, er wird einfach immer dicker. Wir können ordentlich investieren. Vielleicht sogar demnächst. Können wir kurz gucken. 1094 haben wir. Vielleicht demnächst auch in eine Toilette, damit die Kundenzufriedenheit weiter nach oben geht und das vielleicht noch mehr Trinkgeld dagelassen wird. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben ballern. Gerne weitere Tipps in die Kommentare. Ich versuche, darauf nächstes Mal wieder einzugehen. Bis dann. Reingehauen.